Ausländer müssen sich bei uns integrieren. Sie müssen sich an uns anpassen. Schließlich kommen sie zu uns. An die Schweizer kannst du dich überhaupt nicht anpassen. So wie wir sind. Kommst du entweder auf die Welt oder hast keine Chance. Die Linken, die Angst haben, sie nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Die Arbeitsplätze, Entschuldigung. Aber wenn einer, der 4 Monate auf der Balkanroute gelaufen ist, ein Jahr im Durchgangsheim hockt, unsere Kultur nicht kennt, unsere Sprache nicht redet, dann zum Asylzentrum rauskommt und dir deinen Job wegnimmt, dann musst du dein LinkedIn-Profil updaten. Lea, ich finde es keine gute Idee, wenn wir jetzt einen Asylant bei uns aufnehmen. Das Glättezimmer steht frei, ich weiss, aber wer sagt dir, dass der glätten kann? Schauen Sie, man darf das nicht unterschätzen, wenn man eine Einladung macht. Wir haben in unserer Gesellschaft heute die essende Klasse und das Vegetariat. Und trotzdem, Sie, es gibt Schlimmeres als die Burka. Denken Sie an Wullejäckli mit Zopfmuster. Schlimmste, dem du als Katz auf der Straße kannst begegnen, ist ein Pudel in einem Mänteli. Aber auch das, warum machen Menschen so etwas? Also, wenn du einen Goldfisch hast, leihst du mir auch nicht eine Badhose an. Und dann schimpft die Halbschweiz auf Zürich. In Zürich redet niemand mit dir im Tram. Gut. Ich habe meine Probleme, ich will nicht deine wissen. Kürzlich komme ich von der Betty ein WhatsApp über. Ein geiles Gesicht, das lacht. Ein starken Arm. Eine Hand, die wackelt. Was heisst das? Ich habe an einem Hepatitis-Patienten uhuere fest eins gehauen. Und er hat es auch noch lustig gefunden. Es gibt vielleicht Leute, die haben gern Selbstmordattentäter. Was weiß ich, Pensionskasse. Dort ist das der ideale Kunde. Und wenn du meinst, die auf dem Land hätten es besser. Auf jeder Weide steht ein SVP-Plakat und kommuniziert mit den Kühen. Ich kaufe schon lange kein Freilandrind mehr. Ja, nein, sie kostet es doppelt, aber die Wahrheit ist, die hocken den ganzen Tag im Stall. Ich würde auch nicht raus, wenn direkt vor der Tür ein Weltformat-Plakat von Albert Rösti hängt.